Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was macht Hannes denn jetzt hier? Leute, wir haben zwei Stücken und ich habe deswegen auch extra so ein bisschen die Fruchtfolge umgestellt. Wir haben zwei Stücken, da haben wir im Frühjahr ein bisschen Probleme gehabt mit dem Striptill, weil da war der Boden ein bisschen noch zu feucht und der ist nicht zu schön wieder zurückgewandert, sondern fing an im Gerät zu rollen und da haben wir so ein bisschen das Ganze uneben gemacht. Das ebnen wir jetzt ein bisschen ein und ich habe so einen netten Knicklenker mit dem neuen Horsch Fortis hier. Und warum das Ganze? Ja gut, man muss sagen, ich bin Landwirt in MV und ich habe das Glück, dass ich inzwischen solche Maschinen testen darf. Und das ist für mich auch eine relativ schöne Sache, denn manchmal kommt auch der kleine Junge in mir hoch und so ein Ding wollte ich immer schon mal auf dem Acker bewegen. Nichtsdestotrotz, deswegen grubbern wir hier. Ich habe jetzt auch gerade noch mal flacher gestellt. Wir hatten jetzt hier auf 30 cm, aber brauchen wir ja gar nicht. Wir wollen ja nicht lockern. Der Boden ist ja locker hier unten drunter. Wir hatten ja im Prinzip den Mais hier drauf. Jetzt ist super trocken, wie man hier sieht. Also der Boden ist wirklich hier. Da ist nichts mehr drin. Wir hatten seit Wochen schon wieder keinen nennenswerten Niederschlag. Das ist so krass, wie schnell hier alles schon wieder trocken ist. Ja, seit Wochen keinen nennenswerten Niederschlag. Und jetzt machen wir die beiden Flächen. Hier kommt Weizen hin. Und die andere Fläche, die ich versaut habe, die ein bisschen uneben geworden sind, kommt eine Gerste hin. Ich habe extra den Anbauplan jetzt ein bisschen umgestellt, weil ich will ja nicht da grubbern müssen, wo es gar nicht notwendig ist. Und da hätte ich im Frühjahr noch mal grubbern müssen. Und deswegen kommt es jetzt so. Genau, das ist noch mal zu sagen. Mais ist runter. Ich habe den Mais mit 15 Tonnen Trockenmasse auf dem Hektar abgeschlossen. Das entspricht ungefähr 50 Tonnen Frischmasse. Und damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Man muss sagen, ich hatte dieses Jahr auch sehr, sehr schlechte Standorte mit dabei. Also auch nur Sandkuppen, wo ich dann noch Mais angebaut habe und. Also hinter dem Biogas zum Beispiel. Da ist nur auf der Sandkuppe der Mais angebaut gewesen. Naja, und so kommt das. Und muss ich sagen, die besten Stücken hatten 16 und 17 Tonnen Frischmasse. Und das ist eigentlich sehr, sehr zufriedenstellend. Dafür, dass wir erst sehr kalt waren. Und dann hat man dieses Jahr auch den Maispflanzen angemerkt. Die waren gar nicht hoch, aber die hatten schön Kolben. Und durch diesen Kolben kamen wir jetzt auf diese guten Erträge. Sonst wäre das nichts geworden. Also sonst wäre das auch wieder traurig gewesen. Aber so kann man abschließend sagen, der Mais war richtig gut. Und jetzt steht noch die Sonnenblume auf dem Acker und der Hanf. So, jetzt sind wir wieder auf unserer Fläche. Ich habe das ganze Gerät auch mal ein bisschen flacher gestellt. Wir brauchen ja eigentlich nicht so tief lockern. Und ja, demzufolge zieht sich das super einfach. Und man muss ehrlich sagen, wenn man sich hier erstmal mit eingefuchst hat, dann ist das angenehm mit Arbeiten hier drin. Liegt schön ruhig die Karre. Die Karre, Hannes, wie redest du? Liegt schön ruhig das Fahrzeug. Manchmal, wenn er auf einen Stein rauf fährt mit dem Raupenlaufwerk, fühlt sich das an, als wenn er auf Felge fährt. Aber dafür ist so dieses allgemeine Fahren extrem ruhig. Und dann werfen wir mal einen Blick auf die Verbrauchswerte. Ich habe das hier vorhin einmal auf 0 gestellt. Und wir sind jetzt hier bei 12,9 Liter im Durchschnitt. Aktuell fahren wir jetzt hier 11,6 Liter auf dem Hektar. Und da muss man sagen, das ist sparsam. Weil die Novak hat 10 Liter auf dem Hektar genommen. Also mal als Indikator. Wie leichtzügig auch ein Grubber oder diese Kombo sein kann. Und hier seht ihr, wir fahren aktuell hier bei 7 Hektar eine Stunde und effizient sind wir jetzt bei 6 Hektar eine Stunde. Also sind Verbrauchswerte, muss man ehrlicherweise sagen, wie günstig man heutzutage Bodenbearbeitung machen kann. Das ist nicht günstig, das kostet alles einen Haufen Geld. Aber der Verbrauch ist enorm gefallen. Also als ich da angefangen habe mit dem 927 Kultus, also haben wir 17 bis 19 Liter gebraucht hier bei 25 cm. Und jetzt ist das schon so viel geringer geworden. Das war mit dem 8R nachher schon geringer geworden. Oh, da haben wir einen dicken Bobby rausgeholt. Ist das schon begeistert, aber nichtsdestotrotz, stellt euch vor, jetzt würde ich hier einfach nur drillen. Wäre natürlich ein bisschen angenehmer. 5 Liter auf dem Hektar bin ich fertig, Drillmaschine rein, durch. Ich muss das in Zukunft auch deutlich besser hinkriegen, dass wir mit dem Legen, mit der EDX. Aber die EDX ist noch auf dem Hof. Und ich muss auch gucken, wenn ich mir nächstes Jahr eine Direktsaat-Drillmaschine bestelle, ob überhaupt noch eine Einzelkorn im Budget ist. Muss ich ehrlicherweise auch gucken, ob der Betrieb sich das leisten kann.
Ja, man kann immer nicht alles auf einmal, das muss auch finanziell alles immer gut passen. Und aber die EDX ist so ein bisschen grundsätzlich dran schuld, dass wir so eine Dämme machen, was ich eigentlich so ackerbaulich, ja, wenn man grubbert, ist das ganz interessant. Man erhält durch diese Dämme so ein gewisses Mikroklima. Und auch wenn es regnet und man Dünger streut, dann rutscht das alles in diesen kleinen Damm rein. Aber wenn man da Direktsaat und Strip-Till und No-Till und alles machen will, dann sind diese Dämme eigentlich ziemlich blöd. Weil die sind teilweise so hoch. Und wenn ich dann nächstes Jahr mit einem Schneidwerk komme und wir haben meinetwegen Lagergetreide, dann ist das dieser Unterschied viel zu hoch, den wir da haben. Das muss spiegelglatt sein und von da aus muss man es dann auch spiegelglatt lassen, sonst wird es einfach nichts. Muss man ehrlicherweise auch so sagen. Und da, das ist aber einfach so ein Prozess der Umstellung, das braucht. Ich muss ja auch lernen, wie man das alles macht und wie wir den Betrieb dahin bekommen, wo ich gerne den sehen möchte, mit der minimalen Bodenbearbeitung und auch alle großen Direktseher haben ja nicht von heute auf morgen das angefangen, sondern die haben Stück für Stück umgestellt. Und so muss man das auch, denke ich mal, angehen. Man kann ja nicht sofort alles so ins Risiko werfen. Wir müssen ja auch nächstes Jahr alle möglichen Rechnungen bezahlen können. Und da muss man sich auch risikotechnisch ein bisschen absichern. Deswegen ist es, glaube ich, okay, wenn man immer so den Teil 50%, 60%, 70% Direktsaat macht und anfangs erstmal noch vielleicht in der Umstellung das herkömmliche Verfahren anwendet. Dann ist das, glaube ich, absolut in Ordnung. Aber unterm Strich ganz nett hier. Also eins kann ich euch sagen, in Sachen... Boah, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich habe euch ein Let's Drive heute aufgenommen und da ist nichts geworden. Weil irgendwie ist nichts von der Speicherkarte runtergegangen. Ich kann euch hier sagen, Leute, wenn ihr euch mit GoPros beschäftigt, holt euch Enduro-Akkus. Sind hier die weißen, sind auch von GoPro. Das hier, was GoPro selber, also was GoPro als Original mitverkauft, ist absoluter Schrott. Diese Akkus brechen bei 30%. Akkustand schon zusammen. Enduro-Akkus könnt ihr auch bei GoPro kaufen. Die taugen wenigstens was. Eben schon wieder bei 40% geht die Kamera einfach raus. Und du sprichst hier drinnen und kriegst das gar nicht mit. Leute, wir sind am Hanfdreschen. Und man ist super angespannt. Ich sage euch das so, wie es ist. Denn die Gefahr von einem Trommelwickler, Rotorwickler ist ja da. Und ihr seht das ja, auch das Material hier nebenan, wie viel Filz da oben drauf liegt. Das ist einfach nur Hardcore. Das ist einfach nur krass. Und ertraglich, ja, sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Das ist schon solide. Dafür, dass er dieses Jahr ja anfangs gar kein Wasser hatte und dann ein bisschen mehr, dann sah das eigentlich ganz gut aus. Glaube ich, bin ich damit zufrieden. Hanfpreise sind jetzt auch nicht schlecht, aber wir wollen das eigentlich alles als unser Öl vermarkten. Also könnt ihr gerne noch mal im Shop reingucken. Unser Hanföl schmeckt eigentlich ganz gut. Hat eine richtig schöne Note. Machen einige ins Müsli rein oder nehmen es zum Backen oder auch zum Brotbacken. Aber es ist halt super anspruchsvoll. Man muss da wirklich vorsichtig dreschen. Denn ja, das Material kann wirklich schnell wickeln. So sieht das Ganze im Korntank aus. Schon mal sauberer als letztes Jahr, definitiv. Also das ist mir letztes Jahr nicht so gut gelungen. Wir haben dieses Jahr auch ein bisschen länger gewartet mit dem Dreschen. Das heißt, hier sind dieses Jahr deutlich mehr Körner abgereift, aber dafür liegen auch deutlich mehr unten drin. Ich setze mir die mal auf den Kopf. Ich habe keine andere Halterung mit, Leute. So, ich hoffe, man kriegt es gut mit. Also, ich habe meinen Gummisaugnapf im 9X da gelassen, der ja auch parallel immer noch da ist. Und das ist auch so ein bisschen die Problematik jetzt hier im Herbst. Man weiß eigentlich nicht, was man zuerst machen soll. Da bin ich ehrlich, Leute. Wir müssen Aussaat machen, wir müssen Hanf dreschen, wir müssen Sonnenblumen dreschen. Und das macht es vor allen Dingen schwierig, denn wir haben noch eine ganz große Hürde, haben wir heute festgestellt, beim Sonnenblumenschneidwerk. Ja, unser Schneidwerkswagen passt nicht mal annähernd. Also wir haben gedacht, ja, wir packen den Schneidwerk da rauf und dann gucken wir mal, was wir da ein bisschen anpassen können. Und dann kriegen wir das schon hin. Aber das ist so, ja, ich will jetzt nicht sagen doof gebaut, aber so uncool gebaut, dass letztendlich das nicht wirklich gut also sich ablegen lässt. Da fehlen unten so ein bisschen die Kufen oder Fixpunkte, woran man das auch ein bisschen festmachen kann. So, wenn ich jetzt hier dresche, muss ich jetzt wirklich gucken, rutscht alles gut rein? Wie lang ist jetzt der Fruchtstand?
muss ich jetzt wieder Haspel runternehmen, so wie jetzt. Jetzt fängt sich das an, wieder aufzustauen. Und mache im Prinzip hier alles alleine. Und wir wollen verhindern, dass sich das groß aufstaut, so wie eben jetzt, dass das so ruckartig reinkommt. Geschwindigkeit ist das schon gar nicht so schlecht hier, dann fallen die richtig schön rein. Und schön hoch, dann wird das Schneidwerk noch ein bisschen schräger. Ich glaube, jetzt hätten Draper-Schneidwerke ein paar Vorteile, weil da müssen wir nicht zwingend mit der Haspel arbeiten. Jeder Halm, der da reinfällt, wird reingefördert. Aber könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wer hat denn schon mal Hanf mit einem Draper-Schneidwerk gedroschen und ist es wirklich so viel besser, wie man sich das jetzt hier vorstellt, oder ist das gar nicht so geil? Ertraglich, ja, wie gesagt, ist der besser, glaube ich, als letztes Jahr. Wir sind jetzt hier bei 1,4 Tonnen auf dem Hektar. Aber letztendlich, Leute, bin ich euch ehrlich, man ist froh, wenn das ab ist. Man hat so Angst, dass es, ja, nicht gut läuft. Und die Problematik ist, wenn wir mehr Haspel einsetzen, kommt A, die Haspelpolizei auf mich zu, aus dem Internet, und sagt, du, viel zu viel Haspel-Einsatz. Aber wenn wir zu wenig einsetzen, dann staut sich das so auf, wie da, und dann kommt das so ruckartig. Und wenn wir es gar nicht einsetzen, ist es noch schlimmer. Aber wir haben mit jedem Mal, die wir da mit der Haspel die Pflanzen berühren, haben wir Verluste. Man sieht teilweise richtig die Körner runterfallen. Ich kann aber auch keinen längeren Tisch fahren. Das heißt, ich kann den Tisch jetzt auch nicht ausschieben, weil es dann noch schlimmer wird mit dem Nicht-Rutschen. Jetzt sieht man das wieder da so schön. Staut sich da erst was auf und dann kommt es wieder ruckartig. Und im Prinzip habe ich es auch schon versucht, mit ein bisschen schneller zu fahren. Ich versuche das halt im Prinzip so zu fahren, dass das vielleicht direkt mal ein bisschen hinten gegen die Schnecke fliegt, aber auch das ist auch kein Garant. Und wenn das dann mal aufstaut, wenn man so ein bisschen schneller fährt, ach, Leute. Und da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, jetzt welche, die vielleicht sagen, oh, ich dresche schon 20 Jahre Hanf und mache das immer wie folgt und das ging immer gut, die dürfen jetzt schreiben. Wer das hier nur aus dem LS kennt, der möchte jetzt bitte schweigen. Aber es rutscht gut raus. Wir haben eben schon einmal abgebunkert. Wir lassen da gar nicht viel Material rein. Also ich sag mal, immer eine Runde und dann bunkern wir auch sofort ab. Weil ich da auch einfach die Angst habe, dass sich da die Brückenbildung kommt. Und ja, wenn einfach die Brücke nachher am Ende so groß ist, dann muss man da wieder mit der Schippe rein. Und ihr kennt die Problematik. Das heißt, wir müssen da reinklettern, alles lösen, rausklettern, runter von der Maschine anlaufen lassen. Weil Arbeitsschutz geht uns alle an und das wollen wir im Prinzip nicht und deswegen machen wir die ganze Zeit leer. Und das habe ich letztes Jahr auch gemacht, eigentlich immer so bei jeder Tonne immer raus, damit sich da gar nicht irgendwie groß Material aufstaut. So, nebenan die Sonnenblumen, die sind auch bald soweit. Und ich glaube, da hätten wir heute schon mal probiert, wenn wir nicht die Problematik mit dem Schneidwerk gehabt hätten. Aber so kommt der Hanf wenigstens runter und dann ist auch schon mal eine Last weg. Und ihr könnt auch glauben, gerade so die Herbstzeit ist für mich viel, viel stressiger als irgendwie der Sommer. Weil Sommer hast du deine Abfolge. Das heißt, du drischt. Da kannst du vielleicht mal sagen, jetzt die Kultur. Jetzt ist es aber so, ja, willst du jetzt dreschen? Oder willst du jetzt Aussaat machen? Oder willst du nochmal einen Häcksler sauber machen, weil der geht nächste Woche in Lohn? Und Sonnenblumenschneidwerk musst du eigentlich auch fertig machen. Willst du lieber schon mal Sonnenblumen probieren, bevor ein Herbststurm kommt? Aber so richtig reif sind die auch noch nicht. Eigentlich könntest du 3 Tage noch warten. Und das ist im Prinzip das, was einen die ganze Nacht beschäftigt. Und da kann man so viel Erfahrung haben, wie man will, Leute. Die Herausforderung ist jedes Jahr dieselbe. Jedes Jahr stellt man sich so die Frage, welche Abfolge man jetzt macht. Und das ist im Prinzip das, was einen so stresst. Das blanke Arbeiten ist gar nicht so schlimm. Und das blanke vor sich hinarbeiten, meinetwegen, man wird jetzt 500 Hektar drillen, ist auch gar nicht so schlimm. Aber die Abfolge von verschiedenen Arbeiten und sowas wie das hier, da fährst du raus und das sind einfach mal hier sind 4 Stunden weg, ne? Also ich sag mal, mit rausfahren, abbauen, anbauen. Ihr seht ja selber, wir fahren relativ langsam. Das heißt, die 5 Hektar, da brauchen wir schon 2 Stunden für. Und ja, mit allem drum und dran sind dann 4 Stunden weg. So, letztens wurde noch gefragt, mit welchen Einstellungen ich fahre. Also 1550 Rotorumdrehungen. Und jetzt muss man beachten, ich habe den kleinen Rotor drin. Das heißt, das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem großen Rotor.
dann fahre ich die Siebe ähnlich wie beim Raps. Den Korb sehr eng, 7 mm, das gar nicht wie beim Raps. Die von New Holland haben mir gesagt, ja, keine Lücken im Material lassen, ja, nicht zulassen, dass irgendwas sich aufstaut. Das muss sofort raus, abgeschieden werden. Und Wind 530, hier ist wenig Spreu in dem ganzen Material, obwohl man relativ viel fliegen sieht, aber das ist hauptsächlich so Stroh, Hanfstroh, was man da fliegen sieht. So, und außer Aussaat habe ich hier gar nichts gemacht. Das ist eigentlich das Schöne am Hanf. Aber man braucht auch eine Vermarktung dafür, so toll wie die Kultur auch ist. Ja, man hat ja hier gar keinen Pflanzenschutzaufwand. Die Saatgutkosten ist ja im Prinzip das teuerste. Dann muss man eine Anbaumeldung machen, eine Anbauanzeige. Das alles bei zwei verschiedenen Ämtern. Das ist auch ganz wichtig in Deutschland. Und dann brauche ich nur noch eine Blühmeldung machen und kriege dann Bescheid, dass ich ernten darf. Das ist eigentlich im Prinzip gar kein großer Aufwand. Nicht so wie beim Mohn, wo man sich erst durchchecken lassen muss, ob man das auch alles darf und ob man auch eine weiße Weste hat für den Anbau. Das ist hier grundsätzlich anders beim Hanf. Aber man muss jetzt natürlich gucken, wo will man damit hin? Findet man eventuell Mühlen oder Bäcker? Und dann macht das natürlich auch Spaß, wenn man da, ich sag mal jetzt so 1.500, 2.000 Euro die Tonne für gereinigte Ware runterbekommt. Und selbst wenn man dann nur ein Hektar erntet, eine Tonne pro Hektar, dann hat man einen schönen Deckungsbeitrag, weil auch wirklich wenig Arbeit hier drin steckt. Aber die Vermarktung, Leute, das ist das. Also wenn hier auch Bäcker oder so zugucken, könnt ihr mich gerne anschreiben. Denn dieses Jahr, wir werden hier ganz gut ernten. Die Mengen werde ich nicht los. Ansonsten geht es ins Futter für Taubenfutter und das ist eigentlich ein bisschen schade. Könnt ihr mich gerne anschreiben, liebe Bäcker. Würde mich freuen. Mal gucken. Hier passt das GPS noch nicht. Wir wollen ja ohne IntelliCruise fahren. So, ich würde sagen, das war's. Ich glaube, ich fahre das nachher noch in die Trocknung. Kann ich euch das noch zeigen? Dann können meine Jungs nämlich auch Feierabend machen. Dann tausche ich nachher hier am Ackerrand und dann hat er hier auch seinen Gang. So, da stockt das ein bisschen auf hier am Rand. So, wir sitzen jetzt hier in Svenny 6R und ich bringe das jetzt Ganze direkt gleich zur Trocknung. Da sind so ein paar grüne Blätter drin. Das zeige ich euch, wenn wir gleich ankommen, da in dem Trocknungscontainer. Und damit das ja auch ja nicht jetzt heute Nacht warm wird und dass wir Qualitäten verlieren. Deswegen, ja, wir haben jetzt hier gleich 19 Uhr. Aber das ist mir ganz wichtig, dass wir das jetzt noch wegfahren. Sonst ist die Mühe davon einem Jahr umsonst. Übrigens hier der Weizen. Ah, den muss ich aber euch gleich noch zeigen. Der Weizen von der Boss. Oh, und was ein schöner Feldaufgang. Da gehen wir gleich nochmal rein. Weil ich habe einen Punkt, den will ich euch gerne nochmal zeigen. Der ist mir super wichtig, dass ihr das jetzt schon seht. Morgen früh soll Regen geben. Und da kann das sein, dass ihr das dann nicht mehr sehen könnt. Einen Moment. Und wie man sieht, ist der Feldaufgang teilweise ein bisschen unregelmäßig. Und hier könnt ihr einfach eins sehen, Leute. Wir haben ja hier seit Sommer keinen Niederschlag mehr gehabt. Und hier war jetzt der iberische Drachenkopf aufgelaufen. Und den habe ich quasi nach der Saat weggespritzt. Und hier vorne am Vorgewinde, da vorne vom Baum bis hier, hatte ich noch Menge mal übrig und habe die Stück vorher, also als wir Raps gedrillt haben, habe ich hier quasi den Rand mit sauber gespritzt mit der Restmenge, weil ich gedacht habe, naja, brauchst du eh nicht. Und jetzt sieht man hier ganz krass auf dem Punkt den Unterschied. Ja, hier kommt das Getreide und hier nicht, weil hier so staubtrocken ist, dass das Keimwasser weg ist. Und der hier hat ab da Wasser, weil die Pflanzen darauf so viel noch verbraucht haben, dass es ausreicht, dass er hier keimt, aber hier nicht. Und das ganz krass auf der Grenze. Und wenn ihr jetzt sagen wollt, naja, das ist vielleicht wegen Mittelrückstände, daran liegt es, ne? Also quasi, wenn ihr jetzt sagt, das liegt an Mittelrückstände. Nee, Leute, guckt mal hier. Hier war der Lein, hier ist das auch rausgekommen.
Die Fläche habe ich auch mit abgespritzt. Da kam so ein bisschen kleine Unkräuter raus. Hier war ich auch mit der Spritze. Hier war aber kein Drachenkopf. Der hat das nicht weggezogen. Und jetzt zeige ich euch den nächsten Punkt. Den nächsten Punkt. Und zwar, hier war das ja, hier an der Kante war das sauber. Seht ihr, hier ist das überall, obwohl ich hier mit der Spritze drüber gefahren bin. Aber wie gesagt, den Rand hatte ich ein Stück früher tot gespritzt. Und dadurch kommen hier einfach die Pflanzen raus. Und die auch und da nicht. Und bei Tageslicht sieht man das teilweise richtig schön. Man sieht das auch, wie schön grün das da schimmert. Und der Feldaufgang ist sowas von vorzüglich. Aber es fehlt jetzt absolut Wasser. Also es ist Herbst und wir kriegen ja nicht mal 5 mm Regen. Das ist so krass, das ist so krank. Ich kann mich fast nicht erinnern, dass wir schon mal so einen trockenen Herbst hatten. Es geht sogar so weit, dass ich jetzt überlege, einfach die Getreideaussaat so lange auszusetzen, bis es anfängt zu regnen. Weil es ist überall dieser Boden. Und ja, hier ist das Weizenkorn. Es hat nicht gekeimt. Versteht ihr? Und hier sieht es einfach hervorragend aus. Und so ein schöner Feldaufgang von der Boss, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, das ist noch so krass. Seht ihr da so ein Fenster? Das ist verrückt, das ist verrückt. Man sieht jedes Fenster, wo keine Pflanze stand. Weil die einfach da 2 Liter, 3 Liter mehr Wasser zurücklässt. Und zack, haben wir da einen Feldaufgang, weil wir kein Wasser haben. Aber dass wir kein Keimwasser haben im Herbst für einen Feldaufgang, das ist schon krass. Das hatten wir so noch nie. Vielleicht mal zur Rapsaussaat, aber noch nicht für Getreide. Aber können wir mal bitte darüber reden, wie geil sich Svennys Trecker jetzt mit diesen Reifen fährt. Das ist eine völlig andere Maschine. Der liegt so solide auf der Straße, dass man die Hand vom Lenkrad nehmen kann. Und ja, der hört sich anders an. Der hat so ein ganz bisschen so ein Brummen im Hintergrund. Das ist jetzt anders, aber im Gesamten rollt der viel weicher. Also das ist ganz komisch zu beschreiben. Übrigens, das Licht in der GoPro sieht immer schlechter aus, wie das, wie es in echt ist. Es ist nämlich noch gut hell eigentlich. Aber ein GoPro-Sensor ist relativ klein, wodurch das immer alles sehr dunkel in einer GoPro aussieht. Nur so viel dazu. Aber das ist krass. Und ich kann euch sagen, Svenny hat unterm Strich immer ein bisschen weniger verbraucht als alle in der Häckselkette. Also normalerweise, ja? Also er hat normalerweise so seine 10, 15 Liter weniger als zum Beispiel der 900er Fendt genommen. Der 900er Fendt verbraucht aber genauso viel wie alle anderen. Ob es nun ein T7 ist, ob da der JCB kam, ob da jetzt der kleine John Deere kam, der mit in der Häckselkette war. Die verbrauchen alle irgendwo ungefähr gleich mal gleich, wenn sie eine 50 Kubik Kiepe nehmen. Man muss dazu aber sagen, Detlef, wir haben auch immer noch große Bereifung, hat er auf dem Schlepper und auf dem Anhänger, die anderen sind immer ein bisschen schmaler bereift. Svenny hingegen ist ja schon ein messbarer Vergleich, weil der zieht ja wirklich denselben Anhänger mit derselben Ausstattung, mit denselben Reifen. Und Svenny hat unterm Strich immer so 30, 40 Liter am Tag weniger genommen. Das heißt, die Reifen an sich machen so 15, 20 Liter am Tag weniger. Sagen wir mal 1 Liter bis 1,5 Liter in der Stunde weniger Verbrauch. Das ist schon ein Effekt, das muss man sagen. Der Effekt ist da, den braucht man nicht wegdiskutieren. So, wie geht jetzt weiter? Arm einklappen. Und dann fahren wir nach Hause. Ja, das hat man manchmal, da ein bisschen ist immer drin in der Schnecke. Da kann man das leer laufen lassen, wie man möchte, da kommt man nie drum rum. Und ich denke und ich hoffe mal, das war ein ganz spannender Vlog. 8400R, die Frage wird kommen. 8400R mit schwarze Fällen. Ich hoffe, es war ein ganz spannender Vlog. Wie geht es jetzt weiter mit dem Hanf? Übermorgen holen wir den hier ab, machen den in Big Bags und reinigen den und dann wird er schon zur Ölproduktion genommen. Jetzt ist das aber so, wir müssen ja, bevor wir den verkaufen dürfen, wird das Öl quasi eingeschickt, dauert ungefähr 4 Wochen und dann können wir es verkaufen. Das heißt, aktuell könnt ihr immer noch das alte Öl kaufen, das alte Öl verwenden und die neue Ernte ist jetzt bald da. Aber nichtsdestotrotz, der Samen ist ja lange haltbar, das ist ja kühl und trocken bei uns gelagert und könnt ihr bedenkenlos verzehren.
Also wer in den Shop vorbeikommen gucken möchte, guckt gerne unsere Öle nach und an und bis dahin, Leute. So, hier sieht das von innen aus. Ich hoffe, man sieht das. Unten ist sozusagen ein Gitterboden und da schließen wir gleich Warmluft an und warme Luft durchströmt dann sozusagen diesen Container und geht nach oben raus und damit wird das Substrat getrocknet. Und ich lasse das jetzt erstmal hier alles rein. So, ich habe jetzt hier den Schlauch angeschlossen. In den Container wird Holz getrocknet. Jetzt kommt hier super viel warme Luft raus und jetzt lassen wir das Ganze mal da rein. So, hier liegt das Ganze jetzt drinne und man merkt schon, da strömt schon die warme Luft hoch von unten. Wir kommen morgen nochmal her, machen das nochmal ein bisschen breit und ja, normalerweise hat er auch noch eine Rührvorrichtung, die hat er aber noch nie benutzt. Ich denke wohl, aber die letzten Male ging das auch wunderbar hier mit dem Trocknen. Jetzt mache ich die Folie hier oben drüber und dann denke ich mal, sollte das funktionieren. So, wie geht jetzt weiter? Arm einklappen. Und dann fahren wir nach Hause. Ja, das hat man manchmal, da ein bisschen ist immer drin in der Schnecke. Da kann man das leer laufen lassen, wie man möchte, da kommt man nie drum rum. Und ich denke und ich hoffe mal, das war ein ganz spannender Vlog. 8400R, die Frage wird kommen. 8400R mit schwarzen Fällen. Ich hoffe, es war ein ganz spannender Vlog. Ja, wie geht es jetzt weiter mit dem Hanf? Übermorgen holen wir den hier ab, machen den in Big Bags und reinigen den und dann wird er schon zur Ölproduktion genommen. Jetzt ist das aber so, wir müssen ja, bevor wir den verkaufen dürfen, wird das Öl quasi eingeschickt, dauert ungefähr 4 Wochen und dann können wir es verkaufen. Das heißt, aktuell könnt ihr immer noch das alte Öl kaufen, das alte Öl verwenden und die neue Ernte ist jetzt bald da. Aber nichtsdestotrotz, der Samen ist ja lange haltbar, das ist ja kühl und trocken bei uns gelagert und könnt ihr bedenkenlos verzehren. Also wer in den Shop vorbeikommen gucken möchte, guckt gerne unsere Öle nach und an und bis dahin, Leute.